Zeit des amerikanischen Imperiums ist vorbei. Wer denselben Fehler macht, also als Imperium, wie die Imperien schon vor ihm, wer sich überdehnt, ja, und wer sein ganzes Geld in Rüstung steckt, und dabei also das eigene Hinterland also vollkommen vernachlässigt, der muss sich nicht wundern, dass der Traum von der Weltherrschaft, dass der platzt. Er platzt einfach. Bye bye Amerika. Und damit herzlich willkommen zu Me, Myself and Media Ausgabe 43. In dieser Sendung soll es um die große Analyse gehen. Geopolitik. Und diese Geopolitik wird erstaunlich vorhersehbar und logisch mit dem nötigen Abstand. Man braucht Abstand, deswegen gibt es diese Sendung auch nicht jede Woche, sondern einmal im Monat oder sogar mit größeren Pausen. Was haben der geplatzte Iran-Deal, also fast geplatzte Iran-Deal, der Syrienkrieg, Nordkorea, die Skripal-Affäre, Putin und die Dämonisierung von Russland, was hat das alles miteinander gemeinsam? Gibt es da Gemeinsamkeiten? Ja. Das alles soll davon ablenken, dass auf dem eurasischen Kontinent, der größten Landmasse auf diesem Globus, dem Herzland, dass dort die Chinesen längst auf dem Vormarsch sind. Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Chinesen. Es gehört nicht den Chinesen, weil die Welt ist längst bipolar, aber die Chinesen sind längst die neue Nummer 1. Das ist keine neue Theorie, nein, die ist schon etwas älter und stammt aus dem Jahre 1904 von Halford Mackinder. Wer war dieser Halford Mackinder? Halford Mackinder war damals der Direktor der School of Economics und erhielt 1904 im Januar einen Vortrag in London und der hatte den Titel »Der geografische Drehpunkt der Geschichte«. Die Message bei diesem Vortrag war relativ simpel. Die Zeit der Segelschiffe, also der Seemacht Großbritannien, ist vorbei. Jetzt kommt eine neue Zeit und das ist die Zeit der Eisenbahn. Wenn es gelingen sollte, auf dem eurasischen Kontinent, dass zum Beispiel mit dieser Eisenbahntechnologie ein aufstrebendes Deutsches Reich sich mit russischen Bodenschätzen ja zusammentut und dort dann den chinesischen Großraum erreicht und wirtschaftlich nutzbar macht, dann könne das auch eine Seemacht wie England nicht verhindern, jedenfalls nicht ohne Tricks anzuwenden. Wer den eurasischen Kontinent, wer den beherrschen will, also dieses Herzland, die Landmasse, ohne Teil dieser Landmasse zu sein, das kann man auf der Karte erkennen, Großbritannien ist nicht Teil davon, noch Amerika ist nicht Teil davon, der hat nur eine Möglichkeit, er muss dafür sorgen, dass sich auf der Landmasse mindestens zwei streiten. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, ein altes Sprichwort. Und diese Theorie, diese umgesetzte Theorie, diese Praxis, die erleben wir bis heute und das habe ich mir jetzt nicht aus den Fingern gesaugt, nein, das hat 2015 ein gewisser George Friedman von Stratfor ganz offiziell auf offener Bühne zugegeben. Die Urangst der USA ist, dass deutsches Kapital und deutsche Technologien sich mit russischen Rohstoffen und russischer Arbeitskraft verbinden. Eine einzigartige Kombination, vor der die USA seit Jahrhunderten eine Höllenangst haben. Wie wird sich das also abspielen? Die USA haben ihre Karten bereits auf den Tisch gelegt. Die Linie zwischen dem Baltikum und dem Schwarzen Meer. Die russischen Karten lagen schon immer auf dem Tisch. Das Mindeste, was sie brauchen, ist eine neutrale Ukraine, keine pro-westliche. Weißrussland ist eine andere Frage. Wer mir nun sagen kann, was die Deutschen tun werden, der kann mir auch sagen, wie die Geschichte der nächsten 20 Jahre aussehen wird. Aber leider haben sich die Deutschen noch nicht entschieden. Und das ist immer ein Problem Deutschlands. Wirtschaftlich sehr mächtig, geopolitisch sehr fragil. Und es weiß nie, wie es beides versöhnen kann. Seit 1871 ist das die deutsche Frage, die Frage Europas. Um in dieser Frage Gewissheit zu haben, also wie sich die Deutschen entscheiden, lassen die USA zum Beispiel über den NATO-Hebel nichts unversucht, um Deutschland erst aufzurüsten, ja, also 2% des BIPs läuft da gerade, und dann Deutschland in jeden Krieg zu schicken, der den USA nützt, ja, also die Spaltung des Herzlandes. Und deutsche Politiker, die diese US-Politik ja einfach vorantreiben, wohl wissend, dass Deutschland bei einem nächsten großen Krieg aufgeraucht werden würde, solche Politiker kann man nur als Verbrecher in Nadelstreifen bezeichnen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Aufsatz von Halford Mackinder zum ersten Mal auf Deutsch erschienen ist, und zwar in der Zeitung Lettre International. Darauf hingewiesen hat übrigens auch Matthias Bröckers in seiner Tagesdosis. Nadelstiche ins Herzland zu setzen, Konflikte zu schüren, Waffen zu liefern und Kriege anzuzetteln, um ein Zusammenwachsen des Ostens Europas mit dem Westen Asiens zu verhindern, ist nach wie vor die grundlegende außenpolitische Agenda des US-Imperiums.
Dazu gehört auch, die strategischen Angelpunkte an den Rändern des eurasischen Doppelkontinents zu kontrollieren, vor allem die rohstoffreichen Regionen des Persischen Golfs. Damit dürfte klar sein, warum Donald Trump ganz plötzlich diesen Iran-Deal gekündigt hat oder warum der teuerste Außenposten der USA, Israel, dem Iran plötzlich unterstellt, er hätte doch heimlich vor, eine Atombombe zu bauen. Das alles ist ja nur ein Vorwand, um Eurasien zu kontrollieren. Der Iran soll wieder unter amerikanische Kontrolle kommen, also wie damals Schah von Persien, eine US-Marionette. Und wenn man sich das auf der Landmasse anschaut, sieht man eben, der Iran ist genau angesiedelt zwischen China und Russland. Es geht darum, China zu sabotieren. Was geht eigentlich in China? Die Frage muss anders gestellt werden, nämlich was geht in China eigentlich nicht? Es gibt dazu einen super Text von Florian Kirner, kennt man bei KenFM. Wir haben diesen Text bei Rubicon gefunden und ihn auch auf KenFM verlinkt. Überschrift: China dominiert die Welt. Die Chinesen haben erkannt, dass die USA kein Interesse daran haben, dass sich zum Beispiel Südkorea, was sich ja vor der chinesischen Küste befindet, dass sich Südkorea und das dämonisierte Nordkorea, dass sie sich wieder miteinander vertragen. Die haben ja über Jahrzehnte nicht miteinander gesprochen und jetzt eigenständig diplomatische Beziehungen aufgenommen. Und das ist nicht gut für die Vereinigten Staaten und die Strategie der Spannung. Deswegen haben die Amerikaner die Südkoreaner jetzt gezwungen, ein gigantisches Militärmanöver vor der nordkoreanischen Küste zu veranstalten, um diese Gespräche zu sabotieren, damit der ganze Laden auseinanderfliegt. Warum? Nur wenn Nordkorea weiter dämonisiert werden kann durch die USA, können die Vereinigten Staaten direkt vor der chinesischen Küste die eigene militärische Präsenz ausbauen und vor der Weltöffentlichkeit rechtfertigen. Es geht darum, die Gespräche zwischen Nord- und Südkorea massiv zu stören. Dieser Schritt sollte eigentlich nur der erste sein in Richtung einer neuen friedlichen Zeitrechnung. Ende April hatten sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Südkoreas Präsident Moon Jae-in im Grenzort Panmunjom getroffen. Das erste Mal seit Ende des Koreakriegs vor 65 Jahren. Die beiden vereinbarten einen Friedensschluss und atomare Abrüstung. Plötzlich aber stehen die Zeichen wieder auf Konfrontation. Die für Mittwoch geplanten Gespräche mit Südkorea hat Pyongyang abgesagt. Grund dafür ist offenbar eine gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA. Berichtet, dass nun sogar das für den 12. Juni geplante Gipfeltreffen mit US-Präsident Trump auf dem Spiel stehen könnte, weist man in Washington zurück. Wie eine Sprecherin des Außenministeriums mitteilte, habe Kim Jong-un zuvor Verständnis für das Militärmanöver geäußert. Die Vorbereitungen für das Treffen würden deshalb wie geplant weitergehen. Natürlich. Merke, das Wort eines Imperiums ist überhaupt nichts wert. Ein Imperium hat es nämlich nicht nötig, mit dir auf Augenhöhe zu diskutieren. Ja? Ein Imperium kann dir jederzeit und ohne Angabe von Gründen ins Gesicht schlagen. Und wer glaubt, mit einem Imperium auf Augenhöhe fairplaymäßig diskutieren zu können, ohne eine Atombombe zu besitzen, der ist entweder naiv oder bescheuert oder beides. Völlig überraschend haben Chinesen ihren ersten eigenen Flugzeugträger zu Wasser gelassen. Das Ding ist 315 Meter lang und wird jetzt ausgiebig getestet. Wie gesagt, der erste eigene Flugzeugträger, den die Chinesen selber gebaut haben, von der ersten bis zur letzten Schraube. Die hatten vorher schon einen Flugzeugträger, aber der stammte noch aus der ehemaligen UdSSR. Die haben ihn dort bestellt, bezahlt. Und diese Zeiten sind vorbei. Inzwischen fangen sie an, ihre eigenen Flugzeugträger zu bauen. Und ich kann, glaube ich, an dieser Stelle behaupten, es ist nicht der letzte Flugzeugträger, den die Chinesen zu Wasser lassen. Und ich glaube auch, dass er demnächst mit anderen Flugzeugträgern aus China gemeinsame Übungen machen wird vor der amerikanischen Küste. Das werden sehr spannende Zeiten. Ein kaum zu übersehender Hingucker am Sonntag in der chinesischen Hafenstadt Dalian. Dabei handelt es sich um den ersten selbstentwickelten und noch namenlosen Flugzeugträger, der im Nordosten Chinas nun ausgelaufen ist und umfassend getestet werden soll, wie die chinesischen Staatsmedien berichteten. Die Maße dieser schwimmenden Stadt liegen bei rund 300 Metern Länge und etwa 75 Metern Breite. Die Wasserverdrängung wird auf ca. 70.000 Tonnen geschätzt. Nach Abschluss der Seetests soll das Schiff voraussichtlich im Jahr 2020 in den Dienst gestellt werden. Was kann eine aufstrebende Großmacht wie China sonst noch tun, außer anzudeuten, dass man in Zukunft vielleicht Schiffe versenken spielen möchte? Man kann zum Beispiel auf die Nachbarn, die zu sehr nach der amerikanischen Pfeife tanzen, wirtschaftlichen Druck ausüben. Genau das haben die Chinesen getan bezüglich der Südkoreaner. Sie haben es nämlich geschafft, die eigentlichen Tourismusbörsen und die eigenen Tourismusfirmen, die staatlichen, dazu anzuweisen, die Tourismusströme, die Gruppenreisen nach Südkorea nicht mehr durchzuschleusen, also einfach zu stoppen. Das betrifft 60%
aller Touristen, die nach Südkorea einreisen. 17 Millionen sind es jedes Jahr und mehr als die Hälfte davon kommen eben aus China oder eben auch nicht. Und das hat inzwischen zu einem Minus in der Kasse der Südkoreaner geführt von 8,5 Milliarden Dollar. Das steckst du nicht einfach so weg. Man kann auch anders arbeiten, man kann eine große Bank gründen. Auch das haben die Chinesen getan. Sie wissen, Geld regiert die Welt. Sie gründeten die Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB. Interessant ist, wer da alles mitspielt. Von Anfang an war Israel mit dabei, Australien, Russland, Katar, Saudi-Arabien und der Oman. Das ginge noch, aber viel interessanter sind die sogenannten überregionalen Partner. Eine verdammt lange Liste, die ich vorlesen muss, weil man hat es nicht auf der Uhr. Da haben wir Österreich, da haben wir Kanada, da haben wir Dänemark, da haben wir Deutschland, da haben wir Frankreich, Italien ist dabei, Holland, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz, Polen, Norwegen, Malta, Luxemburg, Irland, Island, Ungarn, Äthiopien, Ägypten, Finnland und Großbritannien. Und das ist besonders interessant, weil Großbritannien war nämlich die erste Nation, die bei dieser chinesischen Großbank eingestiegen ist. Und das, obwohl ja, die Vereinigten Staaten das explizit Großbritannien verboten haben. Und daran können wir erkennen, wenn sich die Briten darüber hinwegsetzen können, ja, schwindet der Einfluss der Amerikaner auch gegenüber den eigenen Vasallen. Das nennt man Respektverlust und das ist ein klares Anzeichen von Zerfall des Imperiums. Worum geht es eigentlich bei Großbanken wie vor allem dem IWF und der Weltbank? Na, offiziell geht es darum, Kredite an angeschlagene Partner zu vergeben, damit die sich wirtschaftlich erholen können. Ja. Es geht darum, den Dollar wie Heroin einzusetzen, ja, also süchtig machen. Kredite sollen süchtig machen und die Wall Street ist hierbei der Dealer. Und ja, damit finanziert man dann alles Mögliche, zum Beispiel auch Waffendeals in Middle East, die komischerweise zu Konflikten führen. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Erinnert sich noch irgendjemand an die Schlüsselszene aus dem Tom-Tickler-Film The International? Wir haben die nochmal vorbereitet. Warum investiert die Bank überhaupt so viel Kapital und Ressourcen in den Zwischenhandel mit Raketen? Das ist ein Test. Der Waffenbedarf beschränkt sich in 99% aller Konflikte auf Kleinwaffen. Und niemand hat die Kapazität, diese Waffen schneller und billiger herzustellen als China. Scarson hat folgendes Ziel. Er will, dass die IBBC alleiniger Zwischenhändler wird für chinesische Kleinwaffen an die dritte Welt. Und zum Einstieg dient das Geschäft mit den Raketen. Ja, aber Milliarden Investitionen allein, um Zwischenhändler zu werden. So viel Gewinn kann das doch nicht abwerfen. Nein, hier geht es doch nicht um Gewinne aus Waffengeschäften. Hier geht es um Kontrolle. Kontrollier die Waffenlieferungen und du kontrollierst den Konflikt? Nein. Nein, nein, die IBBC ist eine Bank. Deren Ziel ist es nicht, den Konflikt zu kontrollieren. Die wollen die Schulden kontrollieren, die der Konflikt verursacht. Wissen Sie, der eigentliche Wert eines Konflikts, der wahre Wert, liegt in den Schulden, die er verursacht. Wer die kontrolliert, kontrolliert schlichtweg alles. In dem Film The International geht es um die Bank IBBC. Die gab es wirklich, gibt es nicht mehr. Ein Künstler, der seinerzeit voraus war und sich mit dieser Bank ja auf anderer Ebene intensiv beschäftigt hat, war Mark Lombardi. Mark Lombardi hat sich spontan erhängt, nachdem das FBI seine Ausstellungen besucht hat und regelmäßig Galerien mit seinen Bildern abgebrannt sind. Wer die Doku über Mark Lombardi nicht kennt, hier ein kurzer Ausschnitt. Hinter einer Fassade der Rechtschaffenheit ging die BCCI gemeinsam mit der ICIC, ihrer undurchsichtigen Niederlassung, die 1976 auf den Kaimaninseln gegründet worden war, ganz anderen Geschäften nach. Sie arbeiteten mit heißem, schwarzem und schmutzigem Geld für internationale Verbrecher. Waffenhändler, Schutzgeldeintreiber, korrupte ausländische Beamte, Drogenschmuggler, Steuerhinterzieher, Geldwäscher und Lobbyisten. Ganz zu schweigen von Elementen der Geheimdienste der USA, Großbritanniens, Pakistans, der Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabiens. Diese nutzten die Bank in den frühen 80ern unter anderem, um die afghanischen Mujahedin-Kämpfer zu unterstützen, um Teile der Iran-Contra-Operation zu finanzieren und Bestechungsgelder an den früheren palästinensischen Terroristen Abu Nidal weiterzureichen.
Das alles ist den Chinesen nicht entgangen. Und was tun sie aktuell, wo die USA, wie gesagt, plötzlich ihren Iran-Deal platzen lassen? Es geht ja immer wieder um den Iran. Sie steigen massiv in Geschäfte mit dem Iran ein, um die Sanktionen zu kompensieren. Ja, das heißt im Endeffekt unter dem Strich, der Einfluss der Chinesen in der Region und damit auch im Iran, der wächst. Anders als bei den USA kann man sich auf das Wort der Chinesen verlassen, jedenfalls noch. Wenige Tage nachdem die USA den Iran-Deal gekippt haben, haben die Chinesen einen neuen Schienenstrang von China nach Teheran eröffnet. Der führt dann über Bayanur, das liegt in der nordchinesischen Mongolei, rüber über Kasachstan nach Turkmenistan, 8.352 Kilometer lang. Und es fuhr auch ein erster Zug gleich, 1.350 Tonnen mit Sonnenblumensamen. Das ist natürlich symbolisch. Jetzt könnte man sagen, ja gut, Sonnenblumensamen, die können die schicken und die haben auch ganz nette Züge, aber das Internet. Ich meine, das Internet, das ist doch wohl amerikanisch, ja? Also ich nutze amerikanische Unternehmen und ihr wahrscheinlich auch. Ich nutze Twitter, Facebook, YouTube, Das ist alles amerikanisch, das ist richtig. Aber es gibt da noch einen anderen Player, der nennt sich Alibaba. Die meisten kennen das gar nicht, weil sie nicht aus China kommen oder in Asien nicht beheimatet sind. Aber Alibaba ist eine sehr wertvolle Marke, eine chinesische Internetmarke, 527 Milliarden Dollar schwer. Und bereits im Jahre 2015 übertrafen die Online-Verkäufe von Alibaba die kombinierten Ergebnisse von Walmart, also dem größten Lebensmittelhersteller und Verkäufer der Welt, Amazon, eBay und allen anderen US-Companies mit Sitz in Silicon Valley. Wir reden, wenn wir über das Internet und China reden, eigentlich nur darüber, dass die Zensur haben, aber wir reden nicht darüber, dass sie längst der größte Player am Markt sind. Und das bringt mich dann zum amerikanischen Elektroautobauer Tesla. Der hat im Moment Probleme, das Model 3 liegt auf Eis, steht alles still, weil irgendwie geht es nicht voran. Während in China, eine Meldung aus dem Handelsblatt, die Sektkorken knallen, die Elektroautos dort boomen. Auf der Pekinger Automesse waren 120 Elektroautos zu sehen und viele chinesische Elektroautobauer-Startups drängen auf den amerikanischen Markt. Und das Tolle auf der Automesse in Peking ist, von den 120 Modellen waren die meisten nicht nur irgendwelche Modelle, die irgendwann erscheinen werden, sondern Geräte, die ja in Serien Reife gehen und demnächst auch auf dem europäischen Markt fahren, statt der Fahrzeuge, die hier zu schmutzig sind für die deutsche Innenstadt. Huhu, VW. Und was macht Europa und die US-geführte Geldverbrennungsmaschine NATO, während die Chinesen den Weltmarkt übernehmen? Na, wir kriechen den USA in den Allerwertesten, wenn Trump wieder ein paar Raketchen nach Syrien schickt, um dort dann einen angeblichen Giftgasanschlag zu rächen, von dem man bis heute nicht weiß, ob es ihn gab und vor allem, von wem er verübt wurde. Ja? Kriege kündigt man seit Trump ja per Twitter an und das lässt man dann von der Bild-Zeitung in Deutschland vorlesen. US-Präsident Donald Trump hat einen Raketenangriff auf Syrien angekündigt. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er am Mittwoch, Russland habe gedroht, angreifende Raketen abzuschießen. Mach dich bereit, Russland, denn sie werden kommen, hübsch und neu und intelligent. Schauen wir uns an dieser Stelle mal die Trefferquote dieser neuen intelligenten US-Raketen an. Insgesamt wurden ja 103 Raketen Richtung Syrien geschickt, um dort dann Giftgasfabriken auszuschalten, die sich angeblich auch in innerstädtischer Struktur befunden haben sollen. Man muss sich mal die Logik vorstellen, wer eine Giftgasfabrik innerhalb einer Stadt ausschalten will, um Giftgasopfer zu vermeiden, der holt auch einen Airbus vom Himmel, weil der von einem Kidnapper in der Gewalt ist, um die Passagiere zu retten. Ja, wie gesagt, die USA sind ja auf der Höhe der Macht ein bisschen dement und das erklärt dann auch, dass ihre intelligenten Raketen so ähnlich helle sind wie der weiße Mann im Weißen Haus. Die treffen nicht so richtig. В частности, по аэродрому Дювали удар наносился четырьмя ракетами, четыре уничтожены. По аэродрому Думеев удар наносился 12 ракетами, 12 уничтожены. Аэродром Блей из 18 целей уничтожены 18. Аэродром Шайрат из 12 целей 12 уничтожены. По аэродрому Тифор из 2 ракет, наносивших удар по аэродрому, 2 уничтожены. Аэродром Мизе из 9 целей 5 уничтожены системой ПВО сирийских вооруженных сил. По аэродрому Хомс удар наносился 16 целями, 13 уничтожены. Всего в ударе принимало участие 103 крылатых ракеты и ракеты класса «Воздух-Земля», 71 из них уничтожены.
Ich fasse das mal zusammen. Von den 103 hochintelligenten US-Raketen haben es 71 nicht ins Ziel geschafft. Ist das noch eine 5 oder schon eine 6 in militärischer Präzision? Das erklärt aber die vielen US-Amokläufe an den Schulen. Das sind wahrscheinlich alles verwirrte Soldaten, die den falschen Bus genommen haben und dann glauben, sie sind im Irak statt in einem Klassenzimmer. Ähnlich zynisch äußerte sich auch der syrische Journalist Aktam Suliman, auch Gast bei KenFM. Er war bei Maybrit Illner zu Gast, der Truppenbetreuerin des ZDFs, und neben ihm saß dann die drei Wettertaft-Blondine Frau von der Leyen und bekam dann so ganz komische Gesichtszüge, weil das, was Herr Suliman von sich gab, das hatte Hand und Fuß. Und das kennt sie so gar nicht. Ich komme mir wie bei der Mafia manchmal vor. Wen bekriegen wir als nächstes? Ob die Deutschen mit den Franzosen näher rücken wollen? Ob die Franzosen mit den Amerikanern ja rücken wollen. Machen Sie das doch zu Hause. Lassen Sie doch die anderen Länder in Ruhe. Man kann nicht auf den Rücken der Syrer, der Iraker damals oder wie auch immer zusammenrücken. Wir reden über Krieg. Wir reden über Bombardement. Wir reden über mehr als 100 Raketen, die auf Syrien geschossen wurden. Man kann, nein, Frau von der Leyen, man kann nicht ein Völkerrechtsbruch oder eine Völkerrechtslage, die einem nicht passt, mit einem definitiv und plakativ Völkerrechtsbruch antworten. Das ist genau das Gleiche. Juristisch ist das genau das Gleiche. Ich weiß, man muss außenpolitisch sein Land vertreten, aber ich mache das für mein Land. Die Raketen waren ein Angriff, ein Angriffskrieg. Da kann man das Vergeltung nennen. Da kann man das nennen, was man will. Es war ein Angriff. Und wenn das in Deutschland passiert, dann hätten sie eine ganz andere Meinung gehabt. Und das wünschen wir keinem Land, weder Syrien noch Deutschland. Punkt 2. Wir reden die ganze Zeit, als ob das schon feststeht. Wir kritisieren, dass die Kommission noch vor Ort ist, wie Herr Platzek gesagt hat, noch keine Ergebnisse, noch nicht mal Zugang hatte. Und schon steht der Schuldige fest. Wir sind Richter, wir sind Ankläger, wir sind Strafvollzug, also von Rechtsstaatlichkeit, hier im Westen. Man hat ja schon vorbestimmt, wer der Schuldige ist. Strafmaß, die 100 Raketen vorerst. Und jetzt kommt das Lustige. Sind wir das Thema jetzt endlich los? Kann man davon ausgehen, die Chemiewaffen in Syrien sind jetzt Vergangenheit und dann ist Ruhe? Nein, nein. Pentagon sagt heute, Syrien ist immer noch in der Lage, das herzustellen. Ja gut, das heißt übermorgen, übermorgen, übermorgen und ein Monat später und ein Jahr später gibt man sich das Recht, nochmal sich einzumischen, militärisch, unter dem Vorwand, es gibt noch Chemiewaffen. Noch eine wichtige Frage, wenn man sowas bombardiert wie angebliche Produktionsstätten von Chemiewaffen, das muss man auf der Zunge zergehen, das hört sich so gut an bei den Nachrichten, entweder gab es da nichts, manche haben behauptet, es war nichts, dann ist der Angriff überflüssig. Oder es gab da wirklich Chemikalien. Und das ist so von gefährlich, eine Chemieproduktionsanlage anzugreifen, das ist für die Bewohner eigentlich gefährlich. Was nun? Ich entnehme all dem nur eines. Der Westen hat wieder mal einen Zugang gefunden. Damals hieß es der Islamische Staat, IS. Wir bekämpfen IS, deswegen sind die Jungs in Jordanien. Jetzt ist der IS weg. Was haben wir? Chemiewaffen. Und die werden von Massenvernichtungswaffen, also tausende Tote und Verletzte, zu Individualwaffen. Hier 40, da 30. Wo gibt es denn sowas? Ich kann pro-russisch argumentieren, ich kann pro-amerikanisch argumentieren, pro-westlich, pro-arabisch, aber ich kann doch nicht die Physik neu erfinden. Schon gar nicht in einem Land, wo die Bundeskanzlerin eine Physikerin ist. Aktam Suliman macht als Araber hier natürlich einen Fehler. Er argumentiert logisch und überfordert damit Flinten-Uschi. Für die Laiendarstellerin ist es nicht ausschlaggebend, ob in Syrien überhaupt Giftgas eingesetzt wurde und vor allem von wem, ist auch komplett egal. Alles, was für die große Blonde zählt, ist die eigene Karriere. Und Giftgas kennt sie höchstens aus ihrer Spraydose morgens vor dem Badezimmerspiegel. Sie macht deswegen auf voreilenden Gehorsam, sie macht auf Magda Goebbels leid und sie möchte gehorchen. Und zwar dem Führer, dem Marktführer für das Durchprügeln imperialer Interessen. Die Fakten sehen so aus. Der Angriff auf Syrien war ein Völkerrechtsbruch. Das wurde sogar im Bundestag festgestellt und versehentlich in der Tagesschau gesendet. Ähnlich kriegsgeil wie Frau von der Leyen ist der französische Präsident Macron. Er lobte sogar den perfekt durchgeführten Angriff aus Syrien, bei dem er leider nicht mitmachen durfte. Ich habe ja manchmal das Gefühl, Macron ist ja ein ganz junger, spontaner, hipper Investmentbanker, dass der Frankreich manchmal verwechselt. Er hält es für eine Aktie, die man durchaus verramschen kann. Schauen wir ihm zu, wie er den Angriff lobt, ein bisschen französisch. L'opération, nous avons décidé,
a été parfaitement conduite, de manière remarquable comme très peu d'armées au monde peuvent le faire. Et je veux leur rendre hommage parce que c'est à la fois le professionnalisme de nos militaires, la qualité de notre armée, de nos équipements, puisque ce sont à la fois des moyens maritimes, aériens qui ont été engagés en lien direct avec nos alliés. Trois sites de production et de traitement d'armes chimiques, identifiés depuis plusieurs mois, ont été visés par ces attaques. Un site de manière conjointe avec les forces américaines et britanniques, l'autre traité uniquement par les Américains, le troisième uniquement par les Français. Seit ich Präsident bin, bin ich hier so wenig zu Hause und habe so viel Überschuss. Du verstehst, was ich meine, dass ich einen Bürgerkrieg brauche, um mich abzureagieren. Wenn ich nicht mehr bin, Präsident, ist Pause. Bleiben wir noch ein bisschen in Syrien. Bleiben wir bei dem Vorwurf, Präsident Assad hätte ja Giftgas eingesetzt. Warum sollte Assad das tun? Warum sollte er das jetzt tun? Ich meine, wohl wissend, dass die NATO in Syrien verloren hat. Ja, dank des Beistandes der Russen, der Iraner, kann man ja jetzt schon sagen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, weil man über Syrien wieder sagen kann, dass es eine NATO-befreite Zone ist. Die NATO, das stelle ich auch fest, kann ja nicht mal das, was sie vorgibt, zu können, also Krieg führen. Ja, also der Irak, zum Beispiel Libyen oder Afghanistan, das ist jetzt alles andere als Blitzkrieg, das zieht sich hin und am Ende gewinnen die NATO-Truppen da gar nichts. Im Gegenteil, das Land geht dann an die Konkurrenz. Das ist also extrem dilettantisch. Assad jetzt also Giftgas in die Schuhe zu schieben, das ist ein Trick, um dann eben eine internationale Intervention zu rechtfertigen, um wenigstens einmal zu gewinnen. Jemand, der das ganz offen erkannt hat und ausspricht, heißt Günther Meyer. Er ist vom Zentrum für Orientforschung in Mainz und spricht das im Morgenland, also dem Morgenmagazin in der ARD aus. Bitte schön. Herr Meyer, noch einmal zum mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Douma. Ist ja jetzt ein großes Streitthema zwischen den USA und Russland vor allem. Wem nutzt solch ein Angriff? Er nutzt mit Sicherheit nicht dem Regime, das genau weiß, wenn es zum Chemiewaffeneinsatz kommt. Das ist genau der Moment, auf den die USA wartet, auf die Trump wartet, um hier mit einem massiven Militäreinsatz gegen das syrische Regime vorzugehen. Das heißt, diejenigen, die einzig und allein davon profitieren können, sind die Oppositionellen. Und wir haben in der Vergangenheit schon eine ganze Reihe von solchen Fällen gehabt, wo eben gezielt von den Oppositionellen genau so agiert worden ist, unter falscher Flagge ein Chemiewaffenangriff durchgeführt, der dann dem Regime in die Schuhe geschoben wird. Und unter den aktuellen Bedingungen, nachdem Douma unmittelbar vor der Aufgabe steht, nachdem die Rebellen sich schon fertig machen abzuziehen, hier noch Chemiewaffen einzusetzen, ist absoluter Unsinn. Das widerspricht jeglicher Logik. Ein solcher O-Ton von Günther Meyer in der Primetime ist natürlich ein Super-GAU für die ARD. Deswegen mein ganz persönlicher Tipp an die Kollegen der ARD. Ich würde jemanden wie Meyer überhaupt nicht mehr interviewen oder aber eben zeitversetzt. Dann kann man das rausschneiden, wie die Rede von Farid Bang während des Echo. Kommen wir später noch drauf. Übrigens eine Schlagzeile aus der Zeit vom 10.04. Russland und Syrien fordern eine Giftgasuntersuchung. Die wollen es also wirklich ganz genau wissen und rufen nach der OPCW. Aber Angela Merkel sagt, nee, brauchen wir nicht, weil sie hat keinen Zweifel an dem Einsatz von Chemiewaffen. Vielleicht bei ihr persönlich. Übrigens, nach der Skripal-Logik müsste man jetzt Angela Merkel mit einer Cruise Missile aus dem Amt befreien und Deutschland ja unter Sanktionen stellen. Denn man hat den Syrern ja schon letztes Jahr unterstellt, sie hätten Sarin eingesetzt. Und Sarin, das kann man ruhig mal Wikipedian oder googeln, das wurde ja jetzt von deutschen Chemikern, ist schon lange her, aber egal. Wenn Sarin irgendwo zum Einsatz kommt, muss es aus Deutschland kommen und muss von Deutschen auch eingesetzt werden, weil die haben es ja schließlich erfunden. Interessante Logik, nicht wahr? Ja. Deutschland 2018. Bleiben wir bei Gift. Gift heißt im Englischen ja Geschenk und das war im Falle Skripal London wohl ein wenig vergiftet. Man müsste jetzt nur wissen, von wem. Da ist ja aktuell im Moment sehr, sehr wenig zu hören. Ich erinnere mich noch an eine Twitter-Meldung von Heiko Maas, die ich hier mal vorlesen möchte. Wir haben heute 4 russische Diplomaten aus Deutschland ausgewiesen, denn nach dem Giftanschlag von Salisbury trägt Russland noch immer nicht zur Aufklärung bei. Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen. Wenn wir uns erinnern wollen, dieser Sergei Skripal war ja mal ein ehemaliger KGB-Agent, der in Großbritannien spionierte. Und als der MI6 das mitbekam, hat er diesen ehemaligen KGB-Agent umgedreht, dann war es ein MI6-Agent. Und als das der KGB mitbekam, hat er den MI6
Agenten gekidnappt oder verhaftet und nach Russland befördert und in den Knast gesteckt. Und dort saß dann ja dieser Doppelagent über Jahre relativ sicher. Und dann kam es zu einem Agentenaustausch und der ehemalige KGB-Agent und jetzt wieder MI6-Agent war in der Hemisphäre vom MI6 und plötzlich geht es ihm wahnsinnig schlecht. Man könnte also davon ausgehen, dass nachdem die Russen ihn hatten und ihm nichts angetan haben, es jetzt die, ja, Briten getan haben, könnten ihn quasi chemisch verwarnt. Dazu gab es allerdings in der Bundespressekonferenz ein paar merkwürdige O-Töne, denn dort weiß man ganz genau, wer es war und versucht sich irgendwie rauszuwinden. Das sind Szenen, die so nicht besser hätte Loriot inszenieren können. Zum einen würde ich gerne darauf hinweisen, dass wir ja noch auf den Bericht der OVCW warten. Der liegt noch nicht vor. Und zum anderen, wir haben natürlich die Grundlage Ihrer Frage zur Kenntnis genommen. Die Aussagen des Laborchefs decken sich aber mit den bisherigen Äußerungen der britischen Regierung, dass eben Novichok zum Einsatz gekommen ist. Wir haben hier mehrfach dargelegt, dass wir die Einschätzungen Großbritanniens teilen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine russische Verantwortung gibt und dass es aus unserer Sicht keine andere plausible Erklärung gibt. Dann möchte ich doch gerne meine Frage von Montag noch mal wiederholen. Wenn Sie jetzt ausdrücklich noch mal auf den noch ausstehenden OPCW-Bericht verweisen und sagen, da kann ja möglicherweise noch klarere Evidenz herkommen, dann stellt sich ja doch genau die Frage, warum man die Institutionen, die wir international stärken wollen, als völkerrechtlich anerkanntes Instrument unabhängiger Überprüfung dadurch desavouieren, dass Sanktionen bereits beschlossen werden, ehe dieser Bericht vorliegt. Also die Zweifel, die offensichtlich nicht ausgeräumt werden konnten durch die britischen Ermittlungen, schaffen ja jetzt irgendwo eine Grauzone, in der wir uns schon mit Sanktionen bewegen, ehe wir zusätzliche Evidenz und Einschätzungen haben. Warum also die voreilige oder die schnelle Entscheidung mit Sanktionen, ohne den OPCW-Bericht abzuwarten? Also wir haben unsere Entscheidung ja ausführlich begründet. An dieser Begründung hat sich nichts geändert. Ich habe sie auch gerade noch mal vorgetragen. Dennoch wird natürlich dieser Bericht ernst zu nehmen sein und wir warten ihn ab. Ja, aber abwarten heißt doch nicht, ihm das Gewicht zu geben, was man eigentlich sozusagen in dem, was wir international eigentlich vertreten, ihm zugeben müssten, zubilligen müssten. Also ich mache mir Ihre Einschätzung ausdrücklich nicht zu eigen, wie Sie sich denken können. Aber es gab eine Begründung, die wir hier vorgetragen haben, mehrfach. Und an der Begründung hat sich nichts geändert. Jetzt wird's richtig seriös. Wir kommen zum ehemaligen Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Am 17.03. konnte man dieses Cover bewundern, nämlich Todesgröße aus Moskau. Sehr originell. Klingt für mich so ein bisschen nach Vorverurteilung. Ja? Inzwischen haben übrigens britische Geheimdienste zugeben müssen, dass sie nichts, ich wiederhole, nichts gefunden haben, was beweist, dass Novichok von den Russen in Großbritannien eingesetzt wurde. Ja? Übrigens, obwohl dort eine tödliche Dosis eingesetzt wurde, sind Herr Skripal und seine Tochter quietschfidel. Das alles konnte man im britischen Guardian lesen, aber diese Meldung hat es leider nicht in die deutsche Presse geschafft. Doch dann am 16.05. eine Meldung bei NTV. BND-Spion beschaffte Novichok-Probe. Interessant ist, dass wir ja in Deutschland, dass der BND überhaupt weiß, dass es sich um Novichok handelt, hat damit zu tun, dass diese Erkenntnisse über diese C-Waffe aus den 90er Jahren stammen. Dort soll nämlich der BND zufällig an Novichok geraten sein, was im Labor war, sodass man eben abgleichen konnte und sagen könnte, das, was da in England eingesetzt wurde, ist genau das Zeug, was wir im Labor haben. Also ich vertraue da dem BND. Warum tue ich das? Es gab auch nochmal ein Cover des Spiegel aus dem Jahre 95. Da war das noch eine andere Gazette. Überschrift Operation Hades. Und dort gelang es damals dem BND am Flughafen in München, drei Gauner zu verhaften, die russisches Plutonium, ja, also woraus man die Bomben baut, ja, verkaufen wollten. Und dann stellte sich später raus, das war ein groß angelegter Schwindel vom BND. Man wollte Moskau unter Druck setzen, hat deswegen dieses Plutonium quasi selbst organisiert. Und das ist jetzt genau die Firma, die jetzt sagt, ey, Novichok, Restbestände, auch an Gehirn, habe ich manchmal das Gefühl, sind da nicht mehr da. Ich denke mal, die haben ja in Berlin für 1 Milliarde gebaut, ja, der BND. Und ich glaube, dass die da nicht nur Novichok haben, sondern die haben auch wahrscheinlich jede Menge Crystal Meth verarbeitet, ohne eben die Sicherheitskleidung zu tragen. Und sowas geht dann ganz schön auf die Birne.
Für viele, die sich jetzt die Frage stellen, was sollte diese Zwischenbemerkung, der Spiegel war vor 25 Jahren noch was anderes. Ja, der Spiegel war vor 25 Jahren mal anders und der wurde eben massiv unterwandert oder eben noch mehr unterwandert und hat sich jetzt so ganz merkwürdig neoliberal, NATO-konform gewandelt. Da kann man übrigens nie sicher sein, was mit einem Medium passiert, dass die komisch sind. Das gilt dann auch für KenFM, vollkommen klar. Deswegen mein Tipp an dich, an euch da draußen, auch die Meldung, die wir hier bringen, überprüfen. Ja, nix uns glauben nach dem Motto, also diese stimmt schon. Selber überprüfen, ja? Also Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser, ja? Nicht Ken Gebsen statt Klaus Kleber gucken, alles möglich und gegenchecken. Das ist Arbeit, aber die Freizeit nehme ich mir. Legen wir an dieser Stelle noch einmal das Lied von der Eurasischen Platte wieder auf, ja? Das bleibt ja der rote Faden bei Me, Myself and Media, Ausgabe 43, ja? Nachdem uns die Medien verkaufen wollten über Skripal, Russland ist doof, man darf mit Russland überhaupt keine Geschäfte machen, vor allem Deutschen darf keine Geschäfte machen, weil sonst ist Amerika sauer und schickt uns nicht nur McDonald's, sondern auch McDonnell Douglas. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, nämlich der Iran muss ja wieder unter amerikanische Kontrolle gebracht werden. Und wie geschieht das? Indem man ihm vorwirft, er hätte ein Atomwaffenprogramm wieder angeworfen. Das ist natürlich ein ganz grober sprachlicher Fehler, weil um etwas wieder anzuwerfen, muss man das vorher schon besessen haben. Der Iran hatte aber nie ein Atomwaffenprogramm, er hatte ein Atomprogramm. Das hat Deutschland auch. Ein Atomprogramm bedeutet, man kann AKWs bauen. Das heißt aber nicht, dass man eine Atombombe baut. Deutschland hat AKWs, aber keine eigenen Atombomben. Das ist so ein ganz kleiner, feiner Unterschied. Das sind natürlich Spitzfindigkeiten für Donald Trump. Der hat sich jedenfalls aus dem Atomabkommen verabschiedet und will, dass der Iran jetzt mit einem Embargo überzogen wird. Also man möchte ihn wirtschaftlich strangulieren. Und was macht die EU? Sie macht erstaunlicherweise für mich vielleicht einen Lichtblick zufällig. Sie macht genau das, was China auch macht. Sie macht nämlich nicht mit. Hier ist die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Das Atomabkommen mit dem Iran ist wichtig für die Sicherheit der Region, für die Sicherheit Europas und der ganzen Welt. Solange Iran seine nuklearen Verpflichtungen einhält, so wie es Iran bisher tut, wird sich die Europäische Union dem Atomabkommen verpflichtet fühlen. Wir vertrauen voll auf die Arbeit, Kompetenz und Unabhängigkeit der Internationalen Atomenergiebehörde, die 10 Berichte veröffentlicht hat, in denen Iran die volle Einhaltung der Verpflichtungen bescheinigt wird. Auch Angela Merkel hat ab und an helle Momente und erkennt, dass der Ausstieg aus dem Iran-Deal fatale Folgen haben könnte und haben wird, und zwar für das, was man das Wort nennt. Wenn man nämlich einfach so aussteigt ohne Gründe, also einfach einen Vertrag so kippt aus Bock, dann ist das ein Signal an alle anderen da draußen, dass das Wort nicht nur der USA, sondern das Wort aus dem Westen nichts mehr gilt. Trotzdem glaube ich, dass es nicht richtig ist, ein Abkommen, das verabredet wurde, dass man ein solches Abkommen einseitig aufkündigt. Das verletzt das Vertrauen in die internationale Ordnung. Da hat Angela Merkel absolut recht. Und wenn sie so recht hat, dann muss der Praktikant aus dem Auswärtigen Amt, Heiko Maas, das auch genauso nachpredigen bei Berlin Direkt. Sie verhandeln jetzt in den nächsten Tagen mit den anderen Europäern und dem Iran. Wie ist denn nun Ihr Plan? Wie ist Ihre Strategie? Wie wollen Sie den Iran im Abkommen halten? Das ist genauso, wie wir das seit Wochen tun. Wir sind der Auffassung, dass nicht nur wir ein Interesse daran haben, dass dieser Atomvertrag bestehen bleibt, sondern auch der Iran. Der Iran braucht eine wirtschaftliche Perspektive. Und deshalb werden wir dem Iran noch mal deutlich machen, dass die Europäer, und wir haben ja auch gehört, dass die anderen Vertragsparteien das auch wollen, dass der Vertrag aufrechterhalten wird. Und deshalb bin ich da ganz zuversichtlich, dass das nicht am Iran scheitern wird. Wenn ich mir diesen knuffigen Heiko Maas so ansehe, da frage ich mich manchmal, wie er es morgens schafft, in diesen hohen SUV reinzuklettern. Aber vor allem frage ich mich, wer ihm abends die Klamotten rauslegt. Ich wäre zu gern dabei. An dieser Stelle ist er angemerkt, warum der Iran den USA vor allem ein Dorn im Auge ist. Der Iran rechnet nämlich seit geraumer Zeit seine Öllieferungen nicht mehr in Dollar ab. Aber das muss man, wenn man nicht die Knarre an der Schläfe haben will, ja? Es ist schon länger so, dass sie nicht mehr in Öl, nicht mehr in Dollar abrechnen, aber zukünftig plant Iran für 2018 auch, den Euro als neue Berichtswährung zu nutzen, um im Ausland dann einzukaufen. Alle Länder, die das vor dem Iran getan haben, wie zum Beispiel der Irak oder Libyen, denen ist das verdammt schlecht bekommen, ja, weil die hatten dann auch Massenvernichtungswaffen. Im Übrigen hat der Iran der EU bezüglich des Deals ein Ultimatum gestellt von 60 Tagen. Und wenn die EU sich da nicht klar entscheidet, ich glaube aber, das tun sie, dann wird der Iran ebenfalls seine Konsequenzen ziehen. Interessant ist auch, dass der Iran geradezu happy darüber ist, dass die USA aus diesem Iran-Deal ausgestiegen sind. Der Präsident Rouhani sagte wörtlich, man achte mal auf die sprachlichen Feinheiten, ich bin froh, dass ein irritierendes Element das Abkommen verlassen hat. Ja, Donald Trump ein irritierendes Element, quasi ein Spaltprodukt, was bei Atomkraftwerken anfällt.
Was haben der Iran, die USA und Israel gemeinsam? Doch, die haben was gemeinsam. Es gibt eine Umfrage aus dem Jahre 2007 und da wurde diesen drei Ländern bestätigt, dass sie die unbeliebtesten Länder auf diesem Planeten sind. Ja, also Iran, USA und Israel. Und dass sie so unbeliebt sind, hat vor allem damit zu tun, dass sie sich seit Jahrzehnten behaken und ihre Nachbarn bitten, doch da mitzumachen. Da haben die überhaupt keinen Bock drauf. Wir eigentlich auch nicht. Und damit sind wir in Jerusalem. Die Vereinigten Staaten haben ja trotz aller Warnung ihre Ankündigung umgesetzt und haben die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Das haben sie rein zufällig oder vielleicht auch ganz bewusst auf den Tag verlegt, auf dem in Palästina ja der Fokus liegt, dass dort die Nakba begonnen hat, also die größte Vertreibung. Palästina ist ja durch die Israelis seit 1948 okkupiert. Sie sind eine Besatzungsmacht, aber das scheint Ivanka Trump, die man geschickt hat, wohl alles nicht zu wissen. Sie ist blond und vielleicht ein bisschen hohl, zieht den Vorhang runter und weiß wohl offensichtlich überhaupt nicht, was sie da tut. On behalf of the 45th President of the United States of America, we welcome you officially and for the first time to the Embassy of the United States here in Jerusalem, the capital of Israel. Thank you. Nach der Einweihung der amerikanischen Botschaft in Jerusalem kam es zu spontanen Protesten auch im Gazastreifen. Ja, bei denen die israelische Armee teuerste Munition doch recht verschwenderisch eingesetzt hat. Es wurden insgesamt 60 Palästinenser spontan und für immer ruhig gestellt. Sogar ein 12-jähriger Junge konnte von gut trainierten israelischen Soldaten im Fangschuss erlegt werden. Ich glaube, so muss man das sagen. Zudem schaffte es die einzige Demokratie im Nahen Osten, 2700 Palästinenser zum Teil schwer zu verletzen. Aber ich habe mal nachgezählt, nur 50% dieser 2700 können Schussverletzungen nachweisen. Also das ist für israelische Verhältnisse eher ein maues Ergebnis. Bis heute warte ich ja in Deutschland darauf, dass zum Beispiel Marius Müller-Westernhagen oder auch Campino sich zu den Vorfällen an der Grenze zu Gaza positionieren. Zum Beispiel, indem sie ein Wort der Anerkennung an die israelische Armee formulieren für die hohe Abschussrate. Eine Art Echo für gelebten Humanismus in einer oft von Rappern vergifteten Zeit. Es soll ja Leute geben, die halten den Abschuss von 60 Menschen und das Verletzen von 2700 Zivilisten nicht für einen Kollateralschaden, sondern für ein, jetzt kommt das harte Wort, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und fordern eine unabhängige Untersuchung vor den United Nations. Aber die Vereinigten Staaten als Garant für Frieden und Freiheit konnten das via Veto verhindern. Das ist richtig, weil ganz ehrlich, die Palästinenser hatten ja jetzt seit 1948 wirklich Zeit, ihre sieben Sachen zu packen und dahin zu gehen, wo sie hergekommen sind. Ein angebliches
Palästina, wo immer das sein soll. Die Türkei und Südafrika haben überreagiert, meiner Meinung nach. Sie haben ihre Botschafter aus Israel abgezogen. Das ist für mich hier ein klares, wenn auch noch verkapptes Zeichen von Antisemitismus. Unter uns, wer auf Kinder schießt und eine Kippa trägt, also der sollte meiner Meinung nach eine Medaille der Tapferkeit eigentlich bekommen. Besonders arabische Kinder sind immer eine ernste Gefahr für eine Atommacht und da muss man auch mal hart durchgreifen. Daniel Gerlach von der Zeitschrift Zenit sieht das Agieren der israelischen Armee auch ähnlich sanft und zuvorkommend und darf das auch alles dann so sagen bei NTV. Bitteschön. Der Gewalteinsatz der israelischen Streitkräfte ist damit zu erklären, dass man hier wirklich abschrecken wollte. Es geht nicht darum, in irgendeiner Form aus Notwehr zu handeln oder zu verhindern, dass die Menschen dann unmittelbar nach Israel eindringen und dort Anschläge verüben, sondern es war eine ganz kleine Abschreckungsmaßnahme. Herr Gerlach, ich muss Ihnen da absolut recht geben. Wie könnte man effektiver abschrecken als durch Ermordung? Lassen wir an dieser Stelle trotzdem mal einen Palästinenser zu Wort kommen, in diesem Fall Faris Wogatzki, Autor des Buches. Möge keiner sagen, er hätte es nicht gewusst. Der Gazastreifen ist etwas kleiner als Köln, die Stadt Köln. Dort leben 1,8, 1,9 Millionen Menschen unter widrigsten Bedingungen. Dieser kleine Küstenstreifen wurde von Seeseite, vom Luftraum und danach von Landwege derart bombardiert, dass wir darüber nicht mal ansatzweise Vorstellung haben, welches Leid dort mit Massenvernichtungswaffen ausgeführt wurde. Eine der Taktiken ist ja immer, eine unverhältnismäßige Gewalt anzuwenden. Also das ist ja brutal. Hat man Krankenhäuser bombardiert? Hat man Splitterbomben reingesetzt? Hat man weißes Phosphor? Hat man versucht, den Laden platt zu machen mit der Bevölkerung? Ja. Die können nicht raus. Sie können nicht zur Seeseite, sie können nicht zur Landseite. Sie haben auch keinen Flugplatz, sie haben auch keine Armee. Was war das Ziel? Wollte man 1,7 Millionen Menschen ermorden? Oder was war das Ziel? Ich denke, so viel wie möglich. So viel wie möglich? Zu töten. Mhm. Mutmaßlich nach dem Plan Dalet. So viel Gewalt, wie nur irgend geht. Warum? Ich meine, die Welt guckt doch zu. Das lässt sich doch nicht verheimlichen. Dann wird 4 Wochen darüber gesprochen, wie böse die Israelis mal wieder, die bösen Palästinenser. Letzten Endes steht schon der nächste Eskapismus im Fernsehen vor der Tür und die Palästinenser sind vergessen. Mhm. Es wird formuliert, Selbstverteidigungsrecht, wie es die Frau Bundeskanzlerin gesagt hat. Mhm. Hat ja auch der Hamas die Schuld, also die Palästinenser selber schuld. Warum werden die sich mit Steinen und Raketchen? Professor Finkelstein hat es mal formuliert, das wäre so, als würde ein kleines Kind von einem 120 Kilo Bodybuilder verdroschen werden. Mhm. So ist die Relation. Also es kann hier nicht von einem Selbstverteidigungsrecht, wie auch die Frau Bundeskanzlerin Merkel gesprochen hat, ausgegangen werden. Aber es kann ja davon ausgegangen werden, dass es ein Selbstverteidigungsrecht der Völker gibt. Warum wird bei der Diskussion immer vergessen, dass Israel eine Besatzungsmacht ist? Da wehrt sich ja jemand gegen 70 Jahre Besatzung und alle Verhandlungen, alle Friedensgespräche haben nur dazu geführt, egal was die Palästinenser gemacht haben, dass sie aus ihrem eigenen Land verdrängt werden und das Land immer kleiner wird. Das sieht man noch. Wie kann das vor allem die Linke in Deutschland schönreden? Also, können Sie mir das erklären? Ich denke nicht, dass es heute noch eine Linke in Deutschland gibt. An dieser Stelle sei angemerkt, dass ein so kleines Land wie Israel gerade mal über 200 Atombomben verfügt. Und die Palästinenser, die entwickeln diesbezüglich natürlich Neid und behaupten, dass ein Land wie Palästina den Palästinensern gehört, nur weil es phonetisch ähnlich klingt. Also diese Halbaffen, denen kannst du doch mit logischen Argumenten überhaupt nicht beikommen. Da kann man nur juristisch Tatsachen setzen, man kann sie nur enteignen. Und das ist jetzt auch in Israel möglich, und zwar per Gesetz ganz offiziell. Es gibt nur ein kleines juristisches Problem, denn ein Parlament stimmt über ein Gesetz ab, das Landbesitzer betrifft, die in diesem Parlament nicht vertreten sind. Das zu bemerken ist eine Sache, aber das zu äußern, das ist für mich ein ganz klares Zeichen von Antisemitismus. Und diesen Leuten möchte ich eins sagen, kümmert euch mal um Assad und Syrien, weil was der im Moment macht, das ist interessant, Der macht nämlich Besitz zur Waffe. Assad sorgt dafür, dass Leute, die im Moment nicht da sind, enteignet werden. Und da regt sich die Bundesregierung mächtig drüber auf und man konnte in der Zeit lesen, dass die Bundesregierung sich diesbezüglich, wegen dieser Enteignung in Syrien, auch an die United Nations wenden wollen. Und das ist für mich
Ja, das sind keine Doppelstandards. Das macht mich so unglaublich stolz. Ich bin so froh, dabei zu sein. Es ist toll. Kehren wir auf die Eurasische Platte zurück und hören wir Jens Stoltenberg zu. Das ist der NATO-Generalsekretär. Er lässt uns über die Süddeutsche Zeitung ausrichten, wir wollen keinen Kalten Krieg. Ja. Was soll uns das sagen? Nun, die NATO will keinen Kalten Krieg, wen sie einen heißen haben kann. Ja? Und er schreibt weiter, wir blicken auf ein Land, das stark aufgerüstet hat. Er meint Russland und vergisst, dass das Pentagon im Moment 3000 neue Drohnen anschafft, zu denen diese eh schon hat. Das sind allein für Drohnen nochmal 10 Milliarden. Aber zurück zu Stoltenberg. Der NATO-Nerd wünscht sich ja eine stärkere Führungsrolle von Deutschland. Er möchte mehr Führung, mehr Verführung, mehr Führer, mehr wie früher. Das könnte man so sagen. Dazu muss die Bundeswehr um 2% aufrüsten. Also 2% des BIPs, das sind dann 60 Milliarden und das ist auch nötig, sagt Kriegsministerin Frau von der Leyen und versprach den Soldaten auf der Bundeswehrtagung, dass mehr Geld fließen soll, bevor mehr Blut fließen kann. Hier ist Frau von der Leyen. Zum NATO-Gipfel in Brüssel werden wir anzeigen, dass wir für 2025 einen Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt von 1,5% erreichen wollen. Das braucht die Bundeswehr. Deutschland braucht das und wenn Frau von der Leyen das sagt, dass wir das brauchen, dann sollten wir uns das auch zulegen. Es gibt da ein kleines Problem bei den Deutschen schon wieder. Sie haben nämlich ein völlig gestörtes Verhältnis zu Gewalt. Das konnte man so lesen im Tagesspiegel und dort durfte schreiben, Alexander Super-Gauland. Artikel hatte die Überschrift Diffuser Pazifismus und mit diffusem Pazifismus ist man beim Tagesspiegel immer gut aufgehoben. Tagesspiegel gehört ja zur Holzbrink-Gruppe und Papa Holzbrink ganz früher war ein aktives Mitglied der NSDAP. Wie lässt sich dieser diffuse Pazifismus überwinden? Natürlich durch die aktive Bundeswehrwerbung bei YouTube. Bist du ein Berg- oder Beach-Typ oder bist du ein Bauchschuss? Aber natürlich noch aktiver durch Waffenexport. Zum Beispiel von Heckler und Koch. Wir hatten Daniel Harrich zu Gast. Er ist Autor des Buches Netzwerk des Todes. Das klingt so negativ. Harrich, lassen Sie uns mal, wir auch noch zu wenig über Opfer gesprochen haben, die Opfer dieser Waffen. Es gibt ja mindestens zwei Opfer. Es gibt nämlich der getroffen wird durch die Kugel und es gibt den, der abdrückt. Oft Kindersoldaten, die ja auch nicht gefragt werden, sagen mal, möchtest du? Da muss man, glaube ich, erstmal seine Eltern erschießen, damit er ready ist. Haben Sie auch recherchiert? Was bedeutet das denn eigentlich? Das können sich die Menschen ja gar nicht vorstellen. Wir haben für die Dokumentation Waffen für die Welt, die für den RBB ja auch entstanden ist, und Arte, sind wir um die Welt gereist und haben eben nach deutschen Waffen gesucht. Das war im Sudan, das war im Südsudan, Kolumbien, Bosnien-Herzegowina. Und wir haben, und Bosnien-Herzegowina ist nicht weit weg von Deutschland, also das ist ja ein paar Stunden Autofahrt, ein paar Stunden Flug. Menschen getroffen, die tatsächlich im Rahmen der Kriegshandlungen oder Bürgerkriegshandlungen gemordet haben. Wir haben in Kolumbien Kinder getroffen, die aus ihren Familien rausgenommen wurden, die aus Milizen rausgerettet wurden und dort in Projekten der Regierung jetzt versteckt werden, weil sie selber in Lebensgefahr sind oder eben integriert werden sollen, weil sie in Milizen waren. Jungs und Mädels, die 16, 17 sind und die gemordet haben und die vergewaltigt haben, die vergewaltigt wurden und die, Wahnsinn. Und wenn dann so ein Kind dasteht und ihnen sagt, dass es G3 war ihm zu schwer zum Schießen, als er 12 war, deswegen hatte er irgendwas anderes, also dann sagt man, gut, dass es G3 zu schwer war für die Kinderhände, aber der mit 16 hat es dann gehabt. Also es geht einem sehr, sehr nahe, diese menschlichen Tragödien, seitens der Opfer an allererster Stelle, seitens der Täter bei Kindersoldaten natürlich Wahnsinn, die sind ja Opfer und Täter gleichzeitig. Das ist schrecklich, das zu sehen. Ich meine, die Welt ist brutal, die Welt ist unmenschlich und der Mensch ist letztendlich auch nur ein Tier, das ist schon klar, aber irgendwo ist dann auch das Ende der Belastbarkeit erreicht. Also auch für uns Journalisten, wenn man dann, wir haben Geschichten miterlebt, das zerreißt einen das Herz, das macht einen fertig. Haben Sie jemals Skrupel bei den überzeugten Waffenverkäufern gesehen, die einfach eine schöne Waffen sind, haben was Schönes, eine schöne deutsche Maschine verkaufen, damit ein Mensch sich schützen kann und stellen fest, Menschen, dass was ganz anderes passiert ist? Menschen haben Skrupel und Waffenhändler sind genauso Menschen wie Sie und ich. Die haben genauso Emotionen, die haben genauso, wenn Sie den Film Meister des Todes anschauen oder auch die Geschichte ist auch im Buch, glaube ich, erzählt. Aber gibt es da den Saulus Paulus? Vom Robert Haar, also einem ehemaligen Waffenvorführer, also der festangestellt für Heckler & Koch weltweit die Waffen präsentiert hat, der hat sicherlich so ein Erlebnis gehabt. Der hat, deswegen wurde er zum Whistleblower. Ist zum Whistleblower geworden, weil er realisiert hat oder dann möglicherweise aus eigener Hand erfahren hat, was es bedeutet, wenn Waffen töten. Ich würde mir wünschen, dass Leute das nicht erst erleben müssen, um so zu denken, sondern das irgendwo, ich sag mal, im moralisch-ethischen einfach in sich tragen. Wir sind ja eine
angeblich moralisch, ethisch ausgewogene Gesellschaft. Ich würde es mir wünschen, dass wir es wären oder irgendwann mal sind. Da sollte man sich schon solche Gedanken früher machen. Seit dem 15. Mai stehen, jetzt kommt dieses harte Wort, Waffenhändler. Es sind Maschinenbauer. Maschinenbauer von Heckler & Koch in Stuttgart vor Gericht. Man wirft ihnen vor, illegal Kriegswaffen in Kriegsgebiete exportiert zu haben. Also fest steht, dass Heckler & Koch bestens verdrahtet sind ins Wirtschaftsministerium. Und ich glaube auch gar nicht, dass das Waffenhändler sind. Das sind Sprachfehler. Das sind Waffelhändler. Waffelhändler. Und die lassen nichts anbrennen. Me, Myself and Media kümmert sich natürlich immer auch um die Medien, kommt ja schon im Titel vor, weil die Medien, die beschreiben die Realität nicht, nein, die schaffen die Realität. Und jemand, der die Medien einfach so unkritisch konsumiert, also die Massenmedien, der glaubt dann oft Dinge über Menschen, die er persönlich nie getroffen hat. Und das ist meiner Meinung nach ein schwerer Fehler. Was passiert aber eigentlich mit Leuten, die immer wieder darauf hinweisen, auf welchem Posten auch immer, und dem Imperium die Verbrechen des Imperiums nachweisen? Ja, also den Spiegel vorhalten, nicht den Spiegel, den anderen. Diese Menschen werden mit Propaganda überzogen. Die werden verleumdet und es kann jeden treffen, unter anderem auch Dr. Daniele Ganser, der ja ein Verschwörungstheoretiker ist, weil er echte Verschwörungen, die es ja gegeben hat, nachweist. Wir trafen ihn in Basel bei einer Panel-Diskussion Terror, Lüge und Wahrheit und er weist darauf hin, dass, wenn es wirklich wichtig wird, bei den Medien wir ein Auflösungsproblem haben. Man hat einfach ganz, ganz schlechte Auflösung bei den richtig wichtigen Themen, gerade bei 9-11, Libyen-Krieg, Syrien-Krieg, schon nur zu rekonstruieren, wie hat eigentlich die CIA die Waffen von Libyen in die Türkei und dann über die türkische Grenze nach Syrien und dann an die Rebellen, also die Gegner von, das zu rekonstruieren, ist super aufwendig, oder? Wir machen ja das die ganze Zeit, aber da ist ein Riesenunterschied. Ich würde mal sagen, bei Champions League ist ein Zoom drauf und viele Kameras. Und die NATO hat darauf geachtet, dass kein Zoom drauf ist. Die gehen so weit, dass als sie 99 Serbien bombardiert haben, illegaler Angriffskrieg gegen Serbien, haben sie zuerst mal das Fernsehstudio ausgenockt. Jetzt wird's richtig plump. Wir sind bei der ARD bei Anne Will oder in diesem Fall Anne Kill. Sie macht ja regelmäßige Sendungen, die eben NATO-konform sind, was man erstmal so nicht erkennt. Sie lädt zum Beispiel 5 Gäste ein und von diesen 5 Gästen sind dann 3 bei der Atlantikbrücke und vertreten dort eben NATO-Denke. Neulich eine Sendung zum Thema Syrien und Eisterdaus. Es kam wieder raus, Putin ist doof, äußerst gefährlich, Assad ist noch schlimmer und da muss Regime-Change stattfinden. Interessant fand ich, dass Anne Will es vermieden hat, darauf hinzuweisen, dass von den 5 Gästen 3 von der Atlantikbrücke sind. Von daher ist auch die Schlagzeile in Media berechtigt: 3 Stühle, eine Meinung. Also eine Propaganda. Wie eben schon erwähnt, es kann jeden treffen. In diesem Fall auch einen ehemaligen CIA-Offizier, Ray McGovern, der auch schon bei KenFM zu Gast war. Er war über 30 Jahre lang bei der Firma als Analyst tätig und bekam dann irgendwann mal mit, dass seine Freunde seit vielen Jahren im benachbarten Ausland systematisch foltern, also Kriegsverbrechen begehen. Und mitverantwortlich dafür war unter anderem die Gina Haspel, das ist die aktuelle Vize-Chefin der CIA und die war in Washington jetzt bei einer Anhörung. Da ist Herr McGovern auch hingefahren, um diese Frau mit diesem Waterboarding zu konfrontieren, denn sie hat ja seinerzeit in Thailand ein CIA-Foltergefängnis geleitet und hat es angeordnet, innerhalb eines Monats 83 Mal zu waterboarden. Ja, und als er sie damit konfrontierte, kamen dann eben die Sicherheitskräfte und haben diesem etwas älteren, seriösen Herrn gezeigt, dass so etwas auszusprechen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten durchaus damit zu tun hat, dass man in die Fresse bekommt. Ja, schauen wir mal eben zu, was passiert, wenn man als CIA-Analyst der CIA sagt, was sie für Scheiße baut. Stop resisting! It's on the record. Stop resisting! Oh, and God. In many respects, you guys going into secret fighting. Excuse me. Stop resisting. I'm not resisting. Yes, you are. No, Give me your arm. I'm lying on. Give me your arm. It's dislocated, Give man. Give me your arm. My left arm Give is. Give me your arm. My left arm is dislocated, damn it. Give me your arm. Understand? Stop hurting him. Don't you understand? My left arm is. Ah! Hold on. Stop fighting. I'm not fighting. I'm on the ground. Hold on.
And if you'd let me get my glasses on, I can see what's happening. You're hurting him. You guys are hurting me. Stop hurting him. I'm immobilized. I'm immobilized. You're going to dislocate my shoulder again. And look, would you pick up my glasses before you step on them? Why does this require a new pen? We'll get you up first, sir. Well, how about giving me a new pen? Hold on. We're going to get you up first. We'll talk to you, all right? I can stand up by myself. No, we're going to get you up. Shame on you for hurting him. Stand up by myself. I'm not a terrorist. Sir, get up when you I'm a CIA analyst, 27 years analyst and operations. Now sit up, sir. Waterboarding can never be sir, are you going to stand up for us, sir? I'll stand up. All right, never, come on, please. Stand up, please. Never be declared. Oh, come on and stand up for us. Okay, well, let me in here. Now you're going to pick up my glasses. Sir, we'll take care of it. We just want to get you up first, all right? Okay. All right. Waterboarding come on and stand up. Can never be come on and stand up. Come on, have a seat. She personally supervised it in Thailand. Come on, stand That's not a secret. Stand up, sir. That's only a secret because she won't recuse herself. Das ist natürlich ein bisschen plump, wie man da diesen alten Herrn angeht, aber ist er wirklich ein alter Herr? Vielleicht hat er sich nur verkleidet, vielleicht ist es ein islamistischer Terrorist, man weiß es heute nicht. Etwas subtiler geht hier die israelische Propagandaabteilung vor. Sie bietet Cash und Sachpreise, und zwar für Studenten, die nachweisen können, dass sie im Netz bei Twitter, YouTube, Facebook und Wikipedia möglichst reinrassiges, zionistisches Gedankengut untergebracht hat. Das klingt komisch. Ist aber so, ja. Und in den Geschichten aus Wikihausen, eine Serie, die alle paar Wochen auf dem Kanal von Gruppe 42 gepostet wird, sprach Markus Fiedler, also der Markus Fiedler, mit dem Dirk Pohlmann über dieses Phänomen religiös motivierter Wahnsinn von den Schäkelschlümpfen. Es gibt zum Beispiel, um das zu sagen, das fing an 2008, wo es das erste Mal auffiel, da haben israelische Studenten konnten für $2,000, die sie bekommen haben, wenn sie 5 Stunden die Woche gearbeitet haben für so eine Organisationsform und entsprechend gepostet haben, konnten sie halt ihr Studentengehalt aufbessern. Dafür mussten sie insgesamt, also 5 Stunden die Woche, 240 Stunden. Und der Sieger sollte, der es geschafft hat, die meisten zionistischen Inhalte in Wikipedia unterzubringen, sollte dann einen Ballonflug über Israel gewinnen. Bei anderen Sachen gab es eine Ben-Gurion-Puppe zu gewinnen. Also es ist zum Teil auch skurril einfach, ja. Aber nichtsdestotrotz im großen Umfang. Ah, wie gern hätte ich eine Ben-Gurion-Puppe. Was man in Jerusalem aber überhaupt nicht leiden kann, das sind Besuche beim unterdrückten Klassenfeind, also beim Palästinenser, heißt der ja offiziell. Schon gar nicht vor Ort in den sogenannten besetzten Gebieten. Wer das dann doch getan hat 2016, war ein gewisser Kollege. Genau, er wollte ja nach Gaza, die haben ihn nicht reingelassen, deswegen ist er nach Ramallah gefahren und hat dort mit seiner seit 2016 existierenden Anpackerstiftung eine kleine Schule aufgebaut, hat 30.000 Euro dafür in die Hand genommen. Das kam aber nicht so gut an, jedenfalls nicht bei den Zombies aus Zion. Hier ein kurzes Video. Also mit so einer Nummer hier mache ich mir mehr Feinde als Freunde. Wer so ein bisschen weiß, wie die deutsche Medien-Mainstream-Landschaft funktioniert, der weiß, dass ich mich gerade mit so einer Palästina-Israel-Nummer relativ unbeliebt mache. Ne? Das ist also ein Karriereschaden, ein potenzieller, den ich hier in Kauf nehme. Und das ist aber scheißegal. Die Stahleier sind fest dran geschraubt und es wird jetzt einfach mal ein bisschen durchgezogen. Und Palästina soll auch wirklich nur ein Staat gewesen sein. Wir werden dosiert natürlich, ich bin in erster Linie immer noch Entertainer, solche Aktionen auch in Zukunft wieder machen. Unabhängig von Religion, Ethnie, Aussehen, Rasse, Hautfarbe, whatever. Ne? Wenn da vorne jetzt ein Christ in Not ist und da ist ein Jude, dann gehen wir da genauso hin. Und wer mich jetzt hier irgendwie als Antisemit bezeichnen will, das ist immer relativ schnell passiert in Deutschland. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe hier Juden gesehen, orthodoxe Juden, die haben genauso gegen das zionistische System protestiert und demonstriert und genauso davon abgefuckt wie die Palästinenser. Also bitte lasst den Vorwurf mal außen vor. Und man muss es sachlich sehen, so wie es ist. Auf der Welt passiert viel Scheiße und man muss gucken, dass man so ein bisschen dagegen hält, ne? Mit ein bisschen dagegenhalten kommt man nicht raus aus der Nummer, wenn man den Israelis Kriegsverbrechen nachgewiesen hat und sich in den besetzten Gebieten engagiert. Das hätte Kollege eigentlich wissen müssen. Von daher war es nur eine Frage der Zeit, wann man ihm das Label Antisemit anheften würde. Und das ist ja gelungen bei der letzten Echo-Verleihung, die es ja dank Kollege und Farid Bang so nicht mehr gibt. Dafür sollte man ihm eigentlich einen Oscar schenken. Was war passiert? Es gibt einen Track auf der aktuellen Platte, Jung, Brutal und gut aussehen. Dort heißt es, gerappt von Farid, mein Körper definierter als von Auschwitz entlassen. Mein Körper ist definierter als der von Auschwitz-Insassen, ist natürlich nicht nur provokativ, das ist natürlich vollkommen geschmacklos. Aber
Man darf Rap auf der Bühne und auf der Platte nicht eins zu eins verstehen. Das ist eine Kunstfigur. Rapper steigen in Figuren wie in Comicfiguren und machen dort dann eben merkwürdige Sachen, die man nicht gut finden muss. Aber Kunst darf das. Kunst darf das. Und man würde auch nicht auf die Idee kommen, an den Bruce Willis zu unterstellen, er wäre gewalttätig, weil er bei Stirb langsam 1 bis 4 immer mächtig austeilt. Das ist eine Figur, das muss man verstehen. Und ich verstehe nicht, dass Campino und Mario Müller-Westerhagen so tun, als hätten sie davon überhaupt keine Ahnung und sich dann auf die Bühne stellen und auf den Kollegen zeigen und sagen, das ist ein Antisemit, weil Kollege ist auf gar keinen Fall ein Antisemit. Interessanter finde ich aber noch, und das regt mich wirklich auch auf, dass man etwas komplett ausgeblendet hat. In der medialen Berichterstattung kam etwas nicht vor, dass nämlich derjenige, der für diese Zeile verantwortlich war, Farid Bang, sich auf die Bühne gestellt hat, live und sich bei allen entschuldigt hat. Und zwar bei all denen, die gesagt haben, okay, das geht so gar nicht, und auch bei den Fans. Das heißt, es ist ein klares Schuldeingeständnis, Farid Bang würde so etwas heute nicht mehr machen. Er entschuldigt sich, aber dieser Ausschnitt kam in unseren Medien nicht vor. Und das ist Manipulation. Politisch war gemeint war oder mit der wir irgendjemanden unterdrücken wollten oder irgendwas Negatives bewirken wollten. In diesem Sinne nochmal Entschuldigung an alle Betroffenen. Und ich hoffe, wir können heute hier gemeinsam feiern. Ich hoffe, wir können heute hier gemeinsam Spaß haben. Und wir sind hier in guter Absicht. Falls es jemanden noch betrifft oder es jemanden bedrückt, wir sind später auf der Aftershow-Party. Und für die Mädels gibt es sogar noch einen Drink. Wir lösen jedes Problem. Abschließend sei noch angemerkt, dass das Auschwitz-Komitee Kollega und Farid Bang in die Gedenkstätte eingeladen haben. Ich persönlich würde, wenn ich Kollega und Farid Bang wären, reingehen, aber zuvor würde ich dieses Auschwitz-Komitee einladen, doch mal gemeinsam den Gazastreifen zu besuchen. Ob das klappt? Und damit sind wir beim Nachrichtenüberblick. Nachdem Charles Puigdemont, der ehemalige Ministerpräsident von Katalonien, trotz spanischen Haftbefehls quietschfidel durch Europa gereist ist, hat man es geschafft, ihn in Deutschland zu verhaften. Er kam in die JVA Neumünster, wurde dann aber wieder freigelassen. Und die Richter begründeten das damit, dass das, was ihn Spanien vorwirft, also Madrid, nämlich Meuterei, dass es einen solchen Paragraphen im deutschen Recht nicht gäbe, und deswegen haben sie ihn wieder freigelassen. Madrid knirscht natürlich mit den Zähnen, und Puigdemont wohnt jetzt in Berlin und muss sich hier, Auflagen heißt das, einmal die Woche bei der Polizei melden. Der Nachfolger von Puigdemont heißt Quim Torra, und an dem wird sich Madrid erst recht die Zähne ausbeißen, denn, Zitat, er sagt, glauben Sie nicht eine Sekunde daran, dass wir in Sachen Unabhängigkeit nachgeben werden. Da bleiben wir dran. Drei Meldungen von der Dieselfront. Können technische Nachrüstungen die Dieselkrise lösen? Kanzlerin Angela Merkel ist da eher zurückhaltend und sie sagt, Kosten und Nutzen müssen in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Man muss sich das mal vorstellen. Die deutsche Automobilindustrie hat vielen Dieselfahrern für viel Geld dreckige Autos verkauft. Und da entgeht ja auch dem Fiskus viele Steuergelder, weil diese Wagen sind ja auch ein wenig günstiger, also vom Betreiben ja steuerlich gesehen. Und jetzt sollen die auch noch nachgerüstet werden, technisch was möglich ist, aber das muss ja in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Und deswegen ist Angela Merkel vielleicht dafür, dass wir, wenn diese Wagen fahren, alle diesen Dreck einfach wegatmen, damit er raus ist aus der Luft. Übrigens, der aktuelle Verkehrsminister Scheuer sagt schon mal von sich, ich bin nicht der Buddy der Autobosse. Ja, aber egal, wie er sich entscheidet, es gibt jetzt eine Klage der EU-Kommission, und zwar gegen Deutschland, wegen der erhöhten Smogwerte in deutschen Städten. Also von daher werden wir in jedem Fall ein bisschen Druck bekommen. Ja, egal, wie Angela Merkel dazu steht. Ist der Klimawandel da draußen, der sich so ganz sanft voranschiebt, ist der von Menschen gemacht oder ist das alles heiße Luft, ist das Fake News? Diese Frage stellten sich vor über 30 Jahren schon die Herren und Damen von der Firma Shell, also dem großen Ölkonzern, der uns Sprit verkauft, und gaben dann eine hausinterne Studie im Auftrag. Und nach 2 Jahren gab es dann von den Wissenschaftlern ein 31-seitiges Papier, und das trug die Überschrift vertraulich, weil darin stand Folgendes, dass das Verbrennen von fossilen Energieträgern zu Kohlendioxid führt, und das wird die Erde aufheizen. Allerdings nicht die gegenwärtigen Entscheider, aber es wird vor allem die Kinder und Enkelkinder betreffen. Und was machte man mit dieser Erkenntnis? Man ließ diesen Bericht ganz schnell im Kofferraum verschwinden, denn wir alle wissen, wir shall have no Ahnung. Diesen Beitrag gibt es jetzt übrigens wieder als Link, als Pfeil nachzulesen im Original. Wir hängen euch das mal hinten rein. Mark Zuckerberg ist unschuldig. Ja? Ihm ist völlig schleierhaft, wie Dritte seine Daten an Kunden weiterreichen konnten, ohne ihn dafür zu bezahlen. Ja? Jetzt musste er vor einem US-Senat auftreten und sich irgendwie rechtfertigen, und er spielte dort den neureichen Volltrottel. Und damit hat er fast alle eingeseift, bis auf Senator John Kennedy, der ihn ganz schön zur Brust nahm. Mr. Zuckerberg, I come in peace.
I don't want to vote to have to regulate Facebook, but by God, I will. But that, a lot of that depends on you. I'm a little disappointed in this hearing today. I just don't feel like that we're connecting. So let me try to lay it out for you from my point of view. I think you're a really smart guy. And I think you have built an extraordinary American company. And you've done a lot of good. Some of the things that you've been able to do are magical. But our promised digital utopia, we have discovered, has minefields. There's some impurities in the Facebook punch bowl. And they got to be fixed. And I think you can fix them. Now, here's what's going to happen. There are going to be a whole bunch of bills introduced to regulate Facebook. It's up to you whether they pass or not. You can go back home, spend $10 million on lobbyists and fight us, or you can go back home and help us solve this problem. Here's what everybody's been trying to tell you today, and I say this gently. Your user agreement sucks. You can spot me 75 IQ points. If I can figure it out, you can figure it out. The purpose of that user agreement is to cover Facebook's rear end. It's not to inform your users about their rights. Now, you know that, and I know that. I'm going to suggest to you that you go back home and rewrite it. And tell your $1,200 an hour lawyers, no disrespect, they're good. But tell them you want it written in English, in non-Swahili, so the average American can understand it. That would be a start. Elon Musk, der Erfinder von Tesla, ist ebenfalls stinksauer auf Facebook und hat alle Tesla-Seiten bei Facebook löschen lassen. Was er vergessen hat zu erwähnen ist, dass wenn man sich einen fahrenden Computer kauft mit der Marke Tesla, dass alle Daten, die das Fahrzeug sammelt, und zwar über die Fahrten und die Fahrer und alles Mögliche, dass diese Daten dann eben Tesla gehören und Tesla damit machen kann, was Tesla möchte. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Herr Zuckerberg jetzt seinen Tesla verkauft mit der Begründung Vertrauensbruch. Apple und Irland einigen sich auf eine Milliardenrückzahlung im Steuerstreit. Das wird die Firma Apple rund 13 Milliarden Euro kosten, plus Zinsen, die Apple versehentlich zu wenig an Steuern bezahlt hat. Angeblich droht Steve Jobs deshalb mit Wiedergeburt, umgangssprachlich Neustart. In Italien plant die neue Regierung, bestehend aus der Lega Nord und der Fünf-Sterne-Bewegung, ein Grundeinkommen einzuführen. Betroffen oder in Genuss davon sollen aber nur 9 Millionen Italiener kommen, die jedes Jahr von 9.360 Euro leben müssen. Das muss man sich mal vorstellen. In Europa, in Italien gibt es Menschen, die in einem gesamten Jahr nur 9.350 Euro zur Verfügung haben. Und die sollen dieses Geld bekommen, allerdings nicht bedingungslos, es soll auch nicht ausgezahlt werden. 780 Euro sollen sie einfach so bekommen als Transferleistung oder 1.950 Euro für eine vierköpfige Familie. Allerdings muss man sich im Vorfeld immer wieder einen Job suchen und darf nur jeden dritten ablehnen, egal wie der aussieht. Und wie wird das alles finanziert? Na, da hatte die italienische Regierung eine ganz smarte Idee. Sie hat sich an die eigentliche Regierung in Europa gewandt, nämlich die EZB, und hat gesagt, wir brauchen Schuldenerlass und wir haben 250 Milliarden auf der Uhr, könnt ihr die bitte streichen? Ich weiß nicht, ob sich die EZB darauf einlässt. Ich glaube eigentlich nicht. Die ETA gibt ihre Auflösung bekannt. Nach einem jahrzehntelangen bewaffneten Kampf gegen die spanischen Zentralstaat, also ähnlich wie bei Puigdemont, hat die ETA gesagt, sie wird jetzt ihren Weg beenden, was allerdings nicht heißt, dass es keine Konflikte mehr gibt. Man muss sich das mal vorstellen, die baskische Terrororganisation hat ja ihren Kampf für die Unabhängigkeit in mehr als 40 Jahren 850 Menschen getötet. Dass die jetzt aufgeben, ist auch klar. Zum Vergleich, die Vereinigten Staaten haben in derselben Zeit zwischen 25 und 30 Millionen Menschen ermordet und gelten immer noch als nicht Terrororganisation, sondern als Weltpolizist. Und deswegen, das Problem bei der ETA war, sie haben einfach nicht umfassend gemordet, sonst hätte es auch vielleicht geklappt mit dem Friedhofsnobelpreis.
Wladimir Putin, die böse Gefahr, hat am 15.05. eine 19 Kilometer lange Brücke eröffnet. Nicht irgendeine Brücke, sondern sie verbindet jetzt die Krim mit dem Festland, was nicht alle festlich finden. Angeblich ist in der Ukraine jetzt ein Lied verboten, nämlich Bridge over Troubled Water. Während seiner Rede auf der Kundgebung des Berliner Ostermarsches hat der linke Dieter Dehm den deutschen Außenminister Heiko Maas als einen gut gestylten Strichjungen, NATO-Strichjungen bezeichnet. Das hatte natürlich Konsequenzen. Hier der Originalausschnitt. Und den Hauptfeind Russland zu akzeptieren, das ist in Deutschland, wo ja viele wissen, es sind 27 Millionen Sowjetmenschen ermordet worden von der Wehrmacht in deutschen Namen, von der Deutschen Bank, von der SS. Jede Familie hat da ihren Toten. Und natürlich braucht man ein besonderes Klima, in dem man das hinbekommt, in dem man übrigens auch hinbekommt, Nord Stream 2, also die Erdgaspipeline aus Russland, möglichst so zu verhindern, dass die US-amerikanischen Konzerne ihr Fracking-Gas verkaufen können. Also hinter allem stehen ja nicht Menschenrechtsinteressen, sondern immer bares Geld, Profite und ökonomische Interessen. Das ist ja das Entscheidende. Braucht man ein Klima, um Nord Stream 2 kaputt zu kriegen und gleichzeitig das, was eben von dem Kollegen Scholz von der GEW gesagt wurde, nämlich die Unterordnung des Sozialetats unter den Militäretat auch dahingehend, dass die Straßen an die russischen Grenzen EU- und NATO-panzerfähig gemacht werden. Das ist mit unseren Steuergeldern die Straßen panzerfähig zu machen, damit sie an die russische Grenze kommen. Dafür musst du noch trotz des schlechten Wetters ist hier noch Leben auf dem Platz. Dafür muss ein Klima geschaffen werden und dafür liegt an fast jedem Tatort, der in der Welt gefunden wird, sei es ein Doping-Tatort, sei es ein Mordanschlag, sei es irgendwas anderes, immer die persönliche, natürlich in kyrillischen Buchstaben gehaltene Visitenkarte von Wladimir Putin, die dann immer gefunden wird. Und die Spezialisten haben dann nur noch eines zu tun, die Visitenkarte vom Kyrillischen ins Deutsche oder Amerikanische zu übersetzen, um zu wissen, es war Wladimir Putin. Das ist die Situation, in der ein gut gestylter NATO-Strichjunge, ich wiederhole das nochmal, ein gut gestylter NATO-Strichjunge Heiko Maas meint, jede Rechtsmäßigkeit und das Grundgesetz mit Füßen treten zu dürfen. Später hat sich Dieter Dehm für seine Worte entschuldigt und hat gesagt, ja, er hätte H&M nicht als NATO-Strichjungen bezeichnen dürfen, sondern als NATO-Strichmännchen. Und das rief natürlich den Lack- und Lederklaus auf den Plan. Er twitterte, ich lese das mal eben vor, das ist das projizierte Selbstmitleid des in die Tage gekommenen Möchtegern-Gigolos und Möchtegern-Popstars, getarnt als politische Haltung. Gewohnt peinlich im Stil, aber schon lange nicht mehr ernst zu nehmen. Ach, Kläuschen. Weißt du, du erinnerst mich immer so ein bisschen an Meister Propper, ja? Du bist antiseptisch, du bist antideutsch und du machst eigentlich nur einen geeigneten Job im Roten Rathaus im Klo, indem du dort die Bazillen aus dem eigenen Lager beseitigst. Heiko Maas ist der neue deutsche Außenminister und bei seiner Amtsrede im Auswärtigen Amt hat er versucht, emotional zu punkten. Und wie macht man das in Deutschland richtig? Man sagt immer irgendetwas mit Drittes Reich und betont, dass man, wenn man damals schon gelebt hätte, das Dritte Reich im Alleingang verhindert hätte. Ja, sag mal, kann sich eigentlich jemand Heiko Maas als etwas anderes vorstellen als einen aalglatten Mitläufer? Ich bin nicht bei allem Respekt wegen Willy Brandt in die Politik gegangen. Ich bin auch nicht wegen der Friedensbewegung oder der ökologischen Frage in die Politik gegangen. Ich bin wegen Auschwitz in die Politik gegangen. Heiko Maas machte, um diesem Satz noch mehr Power zu geben, dann einen spontanen Besuch in Jerusalem, um dem einzigen Apartheidsstaat in der Region seine Aufwartung, seinen Kotau zu machen. Und als ich ihn da so stehen sah, diesen Heiko, in Jerusalem, dachte ich mir, dieses Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich gehe für Heiko mal eben nach rechts raus.
Und zum Schluss des Nachrichtenüberblicks ein Hinweis auf Human Connection, ein soziales Netzwerk. Ihr kennt es, was wirklich sozial ist. Viele fragen sich, wann geht's denn richtig an den Start? Nun, das hat natürlich auch mit Manpower und Geld zu tun, denn Human Connection hat ja nicht die Budgets von Facebook. Die sind auf euch angewiesen und deswegen eine Bitte von Human Connection an euch. Werdet doch einfach feste Abonnenten, wie das auch viele bei KenFM machen. Die brauchen knapp 3000 Menschen, wo sie sagen, okay, wir kriegen jeden Monat Summe X, mit dem wir rechnen können, um dann auch Programmierer fest einzustellen. Weil es ist ja nicht damit getan, das Ganze auf eine Online-Plattform zu stellen. Die Inhalte müssen ja auch dann permanent eingepickt werden. Und damit dieses Netzwerk endlich seinen Job machen kann, ist man auf die Solidarität von euch da draußen angewiesen. Geht auf die Homepage von Human Connection, klingt euch ein, gibt eine kleine Summe und bekommt dann exklusiven Zugang zu dem Account. So können sie dann eben auch ihre Festplatten und ihre ganzen Server hochfahren. Auch das ist ja kostenintensiv, damit 2018 das Projekt Human Connection endlich an den Start offiziell gehen kann. Das war eine weitere Ausgabe von Mima Selfie Media, Ausgabe 43. Und damit machen wir den eurasischen Sack zu. Fazit ist, Europa und die USA haben ja, man kann es schon so sagen, den Kontakt zur Realität verloren. Sie leben in der Vergangenheit, sie leben im 20. und 19. Jahrhundert. Und sie können auch den Zweiten Weltkrieg nicht als das interpretieren, was er war. Es ging darum, Staaten gegeneinander antreten zu lassen. Allerdings liefen die alle auf derselben Software, nämlich Konkurrenz. Und der Globus ist inzwischen zu bevölkert und zu aktiv auch benutzt, um Konkurrenz weiter als Betriebssystem laufen zu lassen. Wir brauchen Kooperation. Wer das schon verstanden hat, sind die Chinesen, sind die Russen und sind auch die Iraner. Und auch die Europäer sollten sich diesem neuen Denken anschließen und sie sollten sich einer Tradition besinnen, um die eigenen Vorurteile auch überwinden zu können. Und das ist die Tradition des Zweifelns. Hier ein kurzer Ausschnitt von Willy Wimmer. Ich zweifle, also bin ich. Und das ist ja das, was man uns in Europa austreiben wollte und austreiben will. Wir haben eine kulturelle Tradition des Zweifelns, auch an Autoritäten und dem, was sie sagen. Und das ist uns ja über die NATO-Pressestelle in den Jahren seit 1998, 1999 ausgetrieben worden. Wir dürfen ja nicht mehr zweifeln, wir sollen ja nur noch glauben. Wer glaubt, wer nicht hinterfragt, ist ein ideales Opfer für die Eliten, weil der gehorcht nämlich auch. Und wo wir damit hinkommen, ich glaube, das wissen wir in Deutschland. Wir müssen also unseren eigenen Verstand benutzen. Wir müssen hier Kantsch nach vorne denken und uns unseres eigenen Verstandes bedienen. Das kostet natürlich Mut, und zwar Mut gegenüber den Eliten, weil man muss dann eben auch widersprechen. Man muss da eben auch in den Widerstand gehen. Davor haben die Eliten Angst, aber eben auch viele, die bisher gewohnt waren, zu gehorchen. Ich empfehle euch das Buch von Paul Schreier, Die Angst der Eliten. Wer fürchtet die Demokratie? Schreier, fantastischer Autor, war vor ein paar Tagen bei KenFM und man kann sich auf dieses Interview, was in der Pipeline ist, mit diesem Buch vorbereiten. Lesen hilft. Außerdem Jean Feider war bei KenFM, er arbeitet für die United Nations. Er hat dieses Buch geschrieben, Leistet Widerstand, eine andere Welt ist möglich, aber sie kommt dann nicht im Supermarkt, im Regal. Du musst sie schon selber machen, du musst dir die Zeit schon nehmen. Du musst einfach ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen weniger deine Alufelgen putzen und überlegen, was kann ich aktiv tun, um meine Welt so zu gestalten, dass auch deine Kinder und Enkelkinder sagen, Großvater, das war wirklich ein geiler Job. Das war's bei KenFM. Mein Name ist Ken Jebsen. Ich bedanke mich fürs Einschalten an dieser Stelle. Wenn ihr uns unterstützen wollt, tut das durch ein Abo, pflegt eure Inhalte und unsere Inhalte in andere Netzwerke ein, diskutiert die, hinterfragt die, geht all den Links nach. Das ist eine Mammutaufgabe, aber deswegen gibt es diese Sendung ja auch nur einmal im Monat. Und übernehmt das nicht nur alles als Inhalte nach dem Motto, der Herr Jebsen hat das gesagt. Nein, auch uns nicht über den Weg trauen, nachprüfen, checken, eigene Meinung bilden und auch ja hinterfragen. Nicht nur KenFM gucken, alles Mögliche gucken und sich, wie gesagt, ein eigenes Bild machen. Ihr könnt das. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Man sieht sich auf der Straße. Wir bekämpfen die Zukunft unserer Kinder. Das ist das, was wir eigentlich tun. Und das wollen die meisten Leute nicht hören. Die meisten Leute wollen in Frieden leben, allerdings in einem aggressiven System. Der Landschaftsverbrauch, der Energieverbrauch, auch in Deutschland mit Wachstum, 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 das ist Krieg. Der Krieg beginnt im Supermarkt. Wenn ich einkaufe, da beginnt der Krieg. Wenn ich in den Urlaub fliege fünfmal, die ständige Erreichbarkeit, mein siebtes Öko-Handy dieses Jahr, da beginnt der Krieg.